book of Isaiah 58, verse 5 and 6 says, Jesaja 58, Verse 5 und 6. He said, which fasting, that the fasting of that God has called us into is the fasting of losing the chain of injustice. Da steht, dass das Fasten, zu dem wir berufen sind, ist, dass wir die Ketten der Ungerechtigkeit lösen. So, if Corona came into this world because of injustice, wenn nun das Coronavirus in diese Welt gekommen ist wegen Ungerechtigkeit, bad leadership, wegen schlechter Leiterschaft, making unbelievable laws, oder weil unglaubliche Gesetze erlassen, only through fasting and prayer, und nur durch Fasten und Gebet, we can lose, können wir, and we can destroy, lösen und zerstören, the chain of injustice. Können wir diese Ketten der Ungerechtigkeit lösen und zerstören? So, when you are coming into the week of the altar this coming season, wenn du nun in diese Woche am Altar kommst, die bevorsteht, here are seven things the Lord told me to tell you will be happening for you. Gibt es sieben Dinge, die der Herr mir gesagt hat, dass die für dich geschehen werden? Fasting and prayer will fast forward your life. Write it down. Fasten und Gebet wird dein Leben beschleunigen. Write it down. Schreib das Number auf. One, fasting and prayer will fast forward your life in this week of the altar. Fasten und Beten in dieser Woche am Altar wird dein Leben beschleunigen. Number two, fasting and prayer will put you first in the new year and you as you put God first. Fasten und Beten im neuen Jahr wird dich an die erste Stelle setzen, so wie du Gott an die erste Stelle so setzt. So in 2022, by the fasting and prayer in the week of the altar, God will put you first, because you are putting him first, as you give him your first fruit. So wie du Gott deine Erstlingsfrucht bringst mit dieser Woche am Altar, wird Gott dich an die erste Stelle setzen, weil du ihn an die erste Stelle setzt. Number three. Drittens. Fasting and prayer will bring you... We bring down the glory of God and the power of God upon our life in 2022. Das Fasten und Beten wird die Herrlichkeit und die Kraft Gottes auf dein Leben herunterbringen im Jahr 2022. What is it bringing down? The glory and the power. Es bringt die Herrlichkeit und die Kraft herunter. It's very important. This particular fasting and prayer we are doing in the week of the altar, it will bring down the glory and the power of God for 2022. Dieses bestimmte Fasten und Gebet, das wir fürs 2022 an der Woche am Altar haben werden, das wird die Kraft und die Herrlichkeit herunterbringen. And this fasting and prayer will increase our authority spiritually and physically. Und dieses Fasten und Gebet wird unsere Autorität physisch und geistlich zunehmen lassen. That's number four. Das ist das you vierte. Can as well call it day four. Und du kannst auch sagen, das ist der vierte Tag. Somebody say amen. Sag mal Amen. So number four. Nummer and vier. Then number five. Fünftens. That's the topic of number five. The fasting and prayer will draw you closer to God. It will draw you closer to God. You will come under his pavilion, under his protection and under his coverage. Das Fasten und Beten wird dich näher zu Gott bringen. Es wird dich unter seine Abdeckung, unter seinen Schirm bringen. Ja, yeah, in 2022. Im 2022. And then number six, which is also our day six, the fasting and prayer will open your spiritual eyes and spiritual ears to understand God better. Und sechstens, der sechste Tag, das Fasten und Gebet wird deine geistlichen Augen und Ohren öffnen, dass du Gott besser verstehen kannst. And number seven, which is also the seventh day, the fasting and prayer will give you confidence, woo, so that you can stand against any power of darkness and every plan of the enemy. It will give you confidence. Das Fasten und Beten wird dir siebtens die Zuversicht und den Mut geben, dass du gegen jeden Plan und gegen jeden Angriff des Feindes anstehen kannst. And confidence help you to start the year correctly. Und diese Zuversicht wird dir auch helfen, dass du richtig in dieses neue Jahr hineingehen kannst. Amen. Amen. It helps you to do the right thing. Es hilft dir, das Richtige zu tun. And get rid of the wrong things. Und dass du das Falsche loslassen kannst. So